Ja, 4 Monate nach dem Debakel bei der Bundestagswahl hat die CDU heute mit überwältigender Mehrheit Friedrich Merz zu ihrem neuen Parteivorsitzenden gewählt. Bei dem rein digitalen Parteitag in Berlin erhielt er 94,6% der Stimmen. Bei einer Mitgliederbefragung im Dezember hatten sich zunächst ja gut 62% für den früheren Unionsfraktionschef ausgesprochen. In einer Rede vor seiner Wahl forderte Merz die CDU zur Geschlossenheit auf. Außerdem kündigte er ein neues Grundsatzprogramm an. Zudem wurde als neuer CDU-Generalsekretär Mario Chaya mit knapp 93% gewählt. Wir müssen in der neuen Rolle, in der wir sind, gleich 3 Aufgaben zeitgleich lösen. Erstens, wir müssen kraftvolle Opposition im Bund sein. Zweitens, wir wollen Wahlen in den Ländern gewinnen. Und schließlich drittens, nur Opposition zu sein reicht nicht. Wir wollen eigene Antworten geben und auch ein neues Grundsatzprogramm verfassen. Ja, das Ganze ein rein digitaler Parteitag. Michael Wöhlenweber deshalb für uns vor der CDU-Parteizentrale. Allerdings einer der wenigen Journalisten, die heute noch rein dürfen, um mit Friedrich Merz persönlich ein Interview zu machen. Aber im dritten Anlauf also, Michael, hat Friedrich Merz es geschafft mit einem, das kann man ganz klar sagen, absolut überzeugenden Ergebnis. Wie hat er denn darauf reagiert? Also er war gerührt, das konnte man ihm deutlich anmerken und vielleicht hatte er da auch so eine Träne im Auge, also manch einer mag das gesehen haben. Also endlich angekommen, Friedrich Merz, könnte man vielleicht dann formulieren. Der Mann, der doch auch viel verloren hatte, den Fraktionsvorsitz von Angela Merkel verdrängt, 2 vergebliche Anläufe und jetzt tatsächlich endlich am Ziel. Und jetzt muss er natürlich liefern, die Partei zu neuen Ufern, zu neuen Erfolgen führen und neue Antworten geben. Denn eins ist klar, in der Rede steckten wenig Antworten auf viele Fragen. Die müssen jetzt gefunden werden. Es gab eine Schockphase, jetzt steckt die CDU in der Gewöhnungsphase, im Übergang zur Aufbruchphase. Aber was heißt das dann am Ende ganz konkret? Was heißt das für Impfpflicht? Was heißt das zum Beispiel für die Rente, die er angesprochen hat? Müssen wir Deutsche alle länger arbeiten? Also auch da muss die Union jetzt die Antworten liefern. Was heißt das vielleicht dann auch mit Waffenlieferungen an die Ukraine? Da muss man sich dann unter Umständen auch positionieren bei solchen Fragen. Und das ist jetzt an ihm, die Positionen zu vertreten und natürlich versuchen, die Ampel zu stellen. Und was ist mit Ralf Brinkhaus, dem Fraktionsvorsitzenden? Wird er es ähnlich machen wie seine Vorgängerin Angela Merkel, nämlich den Fraktionsvorsitzenden, diesmal Brinkhaus, früher hieß er Merz, vom Amt verdrängen, müsste er doch dann eigentlich, um wirklich Geschlossenheit zu demonstrieren und vor allen Dingen doch ganz pointiert in die Oppositionsarbeit zu gehen. Nur diese Frage weicht in der Union im Moment jeder noch aus und sie schwebt so ein bisschen wie so eine künftige Missstimmung hier über diesem Parteitag mit.